Hallöchen YouTube, heute kommentieren wir mal Kommentorio. Da er jetzt ja so frisch zurück ist aus seiner längeren Pause und gleich so ein tolles Video hochgeladen hat, möchte ich mal ein bisschen Resonanz geben. Ich habe mir dazu auch einige Stichpunkte gemacht. Erstmal möchte ich ihn loben für seinen tollen Kanal. Finde, das ist ein Top-Tool, hat ein super Design. Einfach zu bedienen, man kann einfach seine Lieblings-Let's-Player oder Bücherrezensionsschreiber oder wen ihr sonst so mögt, eingeben und so viel in Werbung machen, dass auch andere ihn finden. Das ist eine super Sache. Ich habe mich da auch registriert und gleich mal einige meiner Lieblings-Let's-Player mit dort untergebracht. Denn finde ich sehr toll, dass er sein nächstes Video angekündigt hat. Die Top 10 Probleme der Let's-Player. Ich selber bin keine Let's-Playerin. Ich mache Hörspiele, also ich schreibe sie selber und vertone sie, sozusagen Fanfiction für Let's Player und andere Bücher. Ich habe auch noch vor, Märchen zu lesen, also steht noch ein Riesenprogramm an. Aber ich kann auch schon im Allgemeinen sagen, was so Probleme sind, wenn man anfängt. Erstmal die ganze Technik, was benutze ich, wie benutze ich es richtig. Dann kommt dazu, was möchte ich für ein Konzept verfolgen. Was wird mein erstes Projekt? Wie lang wird mein erstes Projekt? Und um Himmels Willen, warum kommentiert keiner meine Videos? Es ist schon ziemlich schwer. Man muss ja auch, also man legt sich ja auf eine bestimmte Richtung fest. Das ist bei den Let's Playern wahrscheinlich genauso wie bei den Hörspielmachern. Mache ich Fantasy? Mache ich Märchen? Mache ich einen Shooter? Was mache ich? Das ist, ein Riesenproblem am Anfang. Vor allen Dingen dann auch noch die Probleme, wie designe ich meinen Kanal, wie ist das ansprechend? Was schreibe ich in meine Beschreibungstexte? Wie ziehe ich das auf? Wo mache ich Werbung für mich? Ich habe keine Ahnung, wo ich für mich Werbung machen kann, so wirklich, denn ich lehne so Portale wie Facebook ab. Ich finde, das ist zu viel Kommerz. Besonders nachdem sie an die Börse gegangen ist. So, dann kommen wir mal zu einem meiner nächsten Punkte. Kommentorio empfiehlt ja immer, ähnliche Videos zu finden und sich dort die Leute anzugucken. Aber was ist, wenn man in einer Nischengruppe angehört? Wenn du gar nicht weißt, was du suchen sollst. Wenn ich Hörspiele eingebe, dann kommen 1000 Millionen andere Hörspiele nicht von den Leuten selber, sondern von bekannten Büchern, die irgendwer eingespielt hat, was eigentlich unter Copyright-Recht fällt, was die eigentlich gar nicht dürften, etc. etc. Also zähle ich mich wahrscheinlich unter die Leute, die Buchrezensionen machen. Ist aber auch nicht unbedingt die gleiche Gruppe. Es ist also schwer, was Verwandtes zu finden. Vielleicht kann er das in seinem Kanalfinder noch ein bisschen einbauen, wie immer das gehen soll. Ich bin nicht der Programmierer. Ich habe davon nicht so viel Ahnung, aber er weiß wahrscheinlich, was ich damit meine. So, zu Kommentorio selbst. Was gibt es bei ihm für Verbesserungsvorschläge? Er ist ja schon relativ gut, muss man ja eingestehen. Aber er sollte sich manchmal noch einen ruhigen Hintergrund suchen, wo kein Fenster dahinter ist oder sonstiges, denn ich finde, das lenkt einfach extrem ab. Mich lenkt's ab, wenn am Fenster hinten einer langläuft. Ist nun mal so. Ist vielleicht nicht für jeden so, aber mich lenkt sowas ab. Und was mich freuen würde, ist, wenn er mal einen Gastkommentator einladen würde. Wenn er mal mit jemand zusammen ein Video machen würde. Dann würde sich wahrscheinlich das Spektrum der Meinungen auch erweitern und man könnte mal ein bisschen Pro und Contra spielen lassen. Dann möchte ich natürlich den Kommentorio auch noch loben. Positiv an ihm ist sein stetiges Bemühen mit der Aussprache, mit dem Design seiner Videos, seines Kanals, dieser Sachen alles. Er legt gute Kunstpausen ein. Das ist sehr wichtig beim Sprechen. Auch wenn ich das persönlich nicht schaffe. Seine Videos sind sehr informativ und er macht damit auch den kleinen Kanälen Hoffnung. Das ist schon eine relativ gute Sache. Er ist halt unser Kommentorio. Im Zuge dieses Videos möchte ich natürlich auch ihn bitten, sich mal meinen Kanal anzusehen. Denn er findet garantiert noch Sachen, die ich verbessern kann. Ich habe auch noch nicht so viele Videos oben. Demnächst kommen noch ein paar neue Projekte. Fanfiction zu spielen wir. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich überlege, ob ich Fanfiction zu gewissen Büchern schreibe, die ich mag. Denn halt dieses Projekt mit, zu Kommentorio, also dieses Video, ist nur ein einzelnes. Aber jetzt kann es auch schon weitergehen zu dem letzten Teil meines Videos. Nämlich zu dem Dank, zu dir, Kommentorio. Dazu habe ich ein kleines Gedicht verfasst. Und das möchte ich jetzt gerne vortragen.
Mit dem Stift an der Stirn schreibt er seine Ideen. Das Wort noch manchmal unbeholfen, hat er vielen von uns doch schon sehr geholfen. Denn er gibt uns zu verstehen, was kann bei uns noch besser gehen. Wir wünschen dir, Kommentorio, ein nettes Szenario, Studio und auch ein Cupido. Ja, das war jetzt das kleine Gedicht. Und es soll dich einfach auf deinem Weg weiterhin etwas begleiten und dir zeigen, dass du super Abonnenten hast. Ja, das war's dann. Dann danke ich dir recht herzlich, dass du für uns da bist, dass du uns Tipps gibst. Und dann möchte ich mich jetzt verabschieden. Tüdelü!